Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch den beliebten Olivensalat aus Hatay. Dieser darf natürlich auf keinem Grillfest fehlen. Und das sind die Zutaten dazu. Wir benötigen ein Glas grüner Oliven, entkernt und ohne Inhalt, zwei Tomaten, einen kleinen Bund Petersilie, ein Teelöffel Salz, eine Knoblauchzehe, 3 bis 4 Esslöffel Granatapfelsirup, 5 bis 6 Esslöffel Olivenöl. In Hatay nimmt man dazu die selbst eingelegten Oliven und die sehen so aus. Dies ist eine andere Sorte, die werden maschinell aufgeschlagen und in Salzwasser eingelegt. Da viele diese selbst eingelegten Oliven nicht haben, nehmen wir ein Glas aus dem Handel. Und wir fangen direkt an, die Oliven in Scheiben zu schneiden. Wie ihr seht, schneide ich hier eine Olive zweimal durch, das heißt, wir bekommen 3 Teile aus einer Olive. Die Scheiben sollten nicht zu dünn, aber auch nicht zu dick werden. Wenn wir die Oliven fertig geschnitten haben, kommen dann die Tomaten dran. Diese schneiden wir auch in feine Würfel und geben sie dann zu den Oliven hinzu. Achtet bitte bei den Oliven darauf, dass sie nicht in Essig eingelegt sind. Ich habe gesehen, meistens ist etwas Zitronensäure dabei. Diese Oliven wäscht ihr dann einmal kurz vorher ab. So, nachdem wir die Tomaten zu den Oliven gegeben haben, kommen die Petersilie dran. Diese hacken wir ganz fein und geben sie dann auch zu den Oliven. Übrigens findet ihr unten in der Beschreibung immer die genauen Zutatenliste mit Mengenangaben. Sollte ich mal was in meiner Videobeschreibung hier vergessen, findet ihr das auch unten in der Beschreibung. Dann pressen wir noch eine Knoblauchzehe hinein. Wer keinen Knoblauch mag, der darf das auch gerne weglassen. Dann gebe ich zuerst 2 Esslöffel Granatapfelsirup hinzu und 3 Esslöffel Olivenöl und das Salz. Verrühre das Ganze gut miteinander, bis sich alles gut vermischt hat und schmecke es dann ab. Wollt ihr diesen Salat mal mit zu einer Grillparty mitnehmen, würde ich diesen immer nur frisch zubereitet mitnehmen, weil die Tomaten mit der Zeit lätschig werden. Allerdings kann man die Reste auch gut mehrere Tage gekühlt aufbewahren. Nach dem Abschmecken habe ich dann nochmal einen Esslöffel Granatapfelsirup und einen Esslöffel Olivenöl hinzugegeben und das Ganze gut miteinander verrührt. So ihr Lieben, das war's wieder heute von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und würde mich über eure Kommentare und Likes freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!